Part 16, meine Lieben, willkommen zurück und was muss ich hier tun? Das hier? Nope. Das hier? Vielleicht nicht unbedingt in die Richtung, aber sonst. Okay. Man kann also auch mit dem Greifhaken hier einiges zerstören, aber das nützt uns relativ wenig. Einfach mal die Grütze hier runter. Ah! Scheiße. Dober Steinspucker. Steinschlucker wäre pervers, oder? Naja, wobei. Nicht unbedingt. Wo komme ich hier hin? Achso. Das kann ich so nicht kaputt machen. So und nicht anders. Okay, das soll reichen. Jetzt geht er da hoch. So. Was ist hier überhaupt? Ach, ein Weg. Der führt mich zu einer einzelnen, zu einem einzelnen Raum mit einer Kiste. Ich befürchte stark, hier ist das Dungeon-Item. Ich hasse diese Gegner, ja. Wenn irgendwer mal was Gutes über die sagt, bitte sagt mir, was es ist. Ich werde das Gegenteil behaupten. Etwas, was ich nicht identifizieren kann. Krepiert! Du auch. Nichts. Genau, richtig gemacht. Oh, oh, ich weiß nicht wohin. Dahin womöglich. Nein, lieber da. Nein, zu früh. Gab es sowas ähnliches nicht auch in Majora's Mask? Majora's, Majora's, ich weiß nicht genau, wie man es nennt. Achso, und zum Thema sowas ähnliches, da konnte man doch auch irgendwie mit Luft so ein bisschen, nein, mit irgendwelchen fliegenden Blättern oder so konnte man da was machen. Ich weiß es aber nicht genau, weil ich habe es nur kurz angefangen und mich hat es irritiert. Ich probiere jetzt einfach mal was, was mir plausibel erscheint. Bombe nehmen. Wurf. Zu kurz. Dann befürchte ich was anderes, was ich machen muss. Sag mir nicht... No, ich muss wieder ganz nach unten anscheinend. Oder? Okay. Doch nicht. Ich wäre jetzt glatt ganz nach unten wieder gegangen. Ja, gut so. Oder auch nicht. Einfach nochmal probieren. Jetzt! Oder? Ja. Die Kiste ist frei, aber anscheinend ist da nichts Besonderes drin. Es ist weder ein Dungeon-Item, allein weil es schon keins mehr sein kann,
denke ich. Zum anderen ist es auch kein Boski, weil es nicht die Boski-Truhe ist. Wer weiß, was es ist. Ach so, ein Glücksamulett. Nee, eine Schatzkarte. Ja, okay, immerhin. Aber die kann ich jetzt noch nicht öffnen. Wie immer. Jetzt, wenn ich hier doch rauskomme, ne? Hätte ich da nicht auch reingehen können? Ja, hätte ich. Ach so, hätte mir aber nichts genutzt. Glaube ich. Aber irgendwo war hier doch noch eine Tür da hinten. Ach so, ja, da bin ich reingekommen. Okay. Ab raus hier. Miau. Der Flug war ja jetzt wohl nicht übel. Ich bin immer so ein bisschen irritiert von der Karte hier. So, da müsste jetzt theoretisch eine Truhe stehen. Wahrscheinlich da oben. So, das Ding ist dann auch wieder da. Und kann es sein, dass ich jetzt Folgendes machen muss? Ja. Ich muss das hier als Floß benutzen. Ich finde das aber cool. Das ist sehr innovativ, finde ich. Ja, man merkt, ich habe am Anfang viel zu reden gehabt, jetzt mittelmäßig viel. Vor allen Dingen auch, weil ich mich mehr konzentrieren muss hier, weil am Anfang wusste ich schon alles, was ich tun muss. Hier nicht mehr. Ja, liegt auch teilweise daran, weil ich keine Gesprächsthemen mehr habe. Eins fällt mir aber gerade ein. Behindertes Kinderfernsehprogramm von Super RTL, RTL und sonst was. Ich habe das Glück, einen Bruder zu haben, der in den 90ern geboren ist, beziehungsweise irgendwas mit den 90ern zu tun hatte. Und zwar habe ich deshalb Glück, weil nach vielen Meinungen die 90er die geilsten Kinderserien hatten. Würde ich auch behaupten. Ich habe sie zwar nicht alle gesehen, aber einige habe ich zumindest das Intro schon gesehen oder so ein paar Folgen. Und ja, ganz ehrlich, die sehen 10-mal besser aus als die heutigen. Sowas wie Saber Riders, Sailor Moon, Ranma 1/2. Was gab's noch alles? So vieles, was mir jetzt bestimmt nicht einfallen wird. Was gibt's denn da noch? Saber Riders, Brave Star, wobei Brave Star jetzt nicht so mega ist. He-Man, wobei ich den auch nicht toll finde. Ja. Was gibt's da noch alles? Es gibt so viele. Die Power Rangers, aber nur die ersten Mighty Morphin Power Rangers fand ich gut. Nimm doch den dummen Stab und schlag die richtig damit. Der ist viel zu groß, der Stab für Link. Boah, der hat jetzt aber einen mitgekriegt davon. Von dem Stab. Habe ich gerade richtig gesehen, da oben? Behindert? Wie soll ich denn da hochkommen? Oder war es hier unten? Nö, es war da oben.
Ja, was gab's noch? Speedy Gonzales. Boah, so viel. Ich wette, ihr werdet jetzt 50-fach, wenn ich überhaupt 50 Zuschauer zusammenkriege, würdet ihr reinschreiben, ja, du hast den vergessen, du hast den vergessen. Alles Mögliche gibt's da ja. Der Pinky und der Brain. Den gibt's ja auch noch. Ja, wen noch? Boah. Viertelstunde vorher habe ich mir noch gedacht, boah, geil, darüber kannst du reden. Ja. Es gab eine Zelda-Serie, die kacke war. Ich sag jetzt nicht, dass alle Serien aus den 90ern gut waren, aber zigmal besser als Coop gegen Cat oder keine Ahnung, was gibt's heute? Timmy Turner, wobei der noch halbwegs geht. Also hier Cosmo und Wanda. Ich sag mal, ich habe auch noch so einiges mitgekriegt. Ach so, ja, natürlich die Animes habe ich jetzt zum großen Teil vergessen aus den 90ern. Natürlich habe ich auch Dragon Ball, Digimon, Digimon 2, hier Tamers und Frontier, meine teilweise Lieblingsstaffel Frontier. Habe ich alles natürlich geguckt. Digimon bin ich ein total großer Fan von eigentlich. Ja. Da gibt's so vieles. Aber jetzt habe ich auch wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ach so. Ja, ich bin ja 9. Klasse, könnt ihr euch ja ausrechnen, wie alt ich ungefähr bin. Ich habe so halbwegs vernünftige Serien noch mitgekriegt. Welche ich gar nicht so schlimm fand, war Jimmy Neutron. Fand ich jetzt nicht so schlimm. Und irgendeine Kiste habe ich übersehen. Nämlich in dem Raum. Direkt geradeaus. Genau, die. Gelbe Rubine. Einen gelben Rubin, der so viel wert ist wie 10. So. Dann haben wir bis auf eine Kiste alle, glaube ich. Beim Durchswitchen. Ja. Ja, dem dritten Obergeschoss habe ich nicht. Aber ich wette mit euch, es ist nur ein Glücksamulett oder irgendein Amulett halt. Ja, was gab's noch? Eine meiner Lieblingssendungen von früher ist Mickeys Clubhaus. Habe ich total gerne geguckt. Das kam auch noch zu meiner Zeit. Und was ich immer total geil fand von Disney, diese Feiertags-Specials wie Halloween mit den Disney-Stars oder natürlich mein Lieblings-Special von denen war Disneys große Bescherung. Fand ich total geil damals. Leider kriege ich den nicht mehr auf DVD. Ich bin ja ein ziemlicher DVD-Freak. Ich habe 97 oder nein, 197, Entschuldigung. Und ja, ich gucke halt gerne Filme. Und Disneys große Bescherung, nicht verwechseln mit Disneys große Pause, hat nichts damit zu tun. Lief damals auf Super RTL, einer der wenigen Sachen, die ich an Super RTL mochte damals. Wo muss ich denn hin? Wir haben doch nicht alle Kisten. Zwei fehlen. Egal. Ich glaube, da lang. Hier, wie hießen die nochmal? Animaniacs, die mochte ich auch. Und ja, mehr oder weniger, früher mochte ich SpongeBob, heute nicht mehr wirklich. Ich gucke ihn mir zwar ab und zu nochmal an, um einfach mal wieder dieses Kindheitsfeeling zu bekommen, aber sonst auch nicht mehr.
So, ich gehe jetzt einfach waghalsig hier runter und das hat mir absolut nichts genützt, weil ich in den Raum, wo ich gerade reinkommen wollte, nicht reinkomme. Oh, die machen mich jetzt zu zweit vielleicht fertig. Ja, auf jeden Fall, Fakt ist einfach, früher waren die Kinderserien 10-mal besser. Wenn ich mir heute den Scheiß angucke, die neuen Ninja Turtles sind total kacke. Im Prinzip jede Kinderserie, die heute läuft, ist kacke, wenn es keine alte ist. Ich meine, ich will gar nicht wissen, was in 10 Jahren oder so für Kinderserien kommen. Da kommen wahrscheinlich Killer Mighty Cats und das ist dann einfach nur Scheiße oder so. Aber genau, hier, wie hießen die nochmal? Samurai Pizza Cats, die gibt's auch noch. Gab's damals auch noch. Die waren auch cool. Was musste ich hier nochmal tun? Ach so, genau. Nee, falscher Knopf. Das hier. Ja. Hier Power Rangers Mighty Morphin. Nein, Mighty Morphin Power Rangers waren meiner Meinung nach noch meine Lieblings-Power Rangers. Danach ging es steil bergab. Allein mit Turbo Power Rangers war schon alles aus. Aber davon ab, generell einfach waren die Power Rangers damals cooler, weil die halbwegs noch wirklich Kampfsport konnten. Und ich muss da lang für eine Kiste und irgendwo anders lang für den Boss. Ja, jetzt müsste man nur noch wissen, wo war das. Die Hero Turtles, also im Prinzip die Ninja Turtles, nur mit einem anderen Namen, waren damals auch geil. Habe ich mir auch auf DVD geholt. Defenders of the Earth habe ich mir geholt. Und ein richtig cooler, ich weiß nicht, ob es ein Anime ist, ein richtig cooler Anime, sage ich jetzt einfach mal, war Robin Hood. Ich weiß leider nicht, wie er weiter heißt. Auf jeden Fall definitiv cool damals. Ich habe ihn mir auf DVD damals für einen richtig geilen Preis geholt. Bei Amazon. 20 Euro. Alle Folgen. Und ich habe mal jetzt vor kurzem nochmal geguckt. Offensichtlich kostet der andere... ich muss einen nach unten. Kostet der dieselbe Box, kostet mittlerweile, ich glaube 40 Euro oder so. Ich habe sie mir damals für 20 geholt. Da war ich richtig froh, dass ich mir die damals geholt habe. Das war, glaube ich, einer meiner ersten DVDs bei Amazon. Also das erste Mal, dass ich mir was bei Amazon bestellt habe, das war traurigerweise weder das, was ich mir heute immer hole, DVDs, nein, es waren auch keine Spiele, traurig aber wahr, es war Magnetkugeln. Kennt ihr diese Neo, weiß ich nicht was, Kugeln, die so mega stark sind, die Magnete, womit man auch Formen und alles machen kann? Ja, das war dann meine erste Amazon-Bestellung. Meine zweite daraufhin waren dann aber etwas weniger peinlich. Der unglaubliche Hulk auf Blu-ray. Iron Man 2 auf Blu-ray. Und, was war das noch? Achso, und der normale Hulk. Also Teil 1 und 2 habe ich mir dann geholt von Hulk. Und Iron Man 2. Dann kam auch schon Robin Hood, meine ich. So, die letzten beiden mache ich jetzt aber nicht über
den Bumerang auf, weil ich habe da so eine leise Ahnung. Nein. Hat sich nicht bewiesen, diese Meinung. Oder Ahnung. Eins, zwei. Ja. Was dann meine nächsten Amazon-Bestellungen waren, weiß ich auch nicht mehr. Zuletzt habe ich mir was bestellt, weiß ich auch nicht mehr. Aber gar nicht mal so lange her. Da hinten ist natürlich das drin, was ich erwartet habe. Gott sei Dank habe ich sie eingefangen. Weil mir geht's ja perfekt. Es wäre jetzt doof gewesen, wenn die mich geheilt hätte. Gut. Gar nicht so übel, gehen wir jetzt zum Boss. Aber das machen wir nämlich genau im nächsten Part. Einmal, um euch zu ärgern. Um die Spannung aufzubauen und... ja. Einfach, weil die Zeit jetzt gerade gut passt. Für einen Cut. Bis zum nächsten Mal.